Hallo. So, da geht es jetzt auch schon wieder weiter. Mein Programm zum Komprimieren und so weiter funktioniert wieder. Es war scheinbar wirklich zu warm. Ja, mir war auch zu warm und ich bin immer noch völlig fertig. Liko. Ständig wütend, aber genau der richtige Unterstützer in gefährlichen Situationen. Wo seid ihr gewesen? Bei einer Versammlung der Nationalen Front, auf der Suche nach eurem Überläufer. Nur ein Verräter kann einen Verräter finden. Meint ihr, ihr könnt ihn uns zeigen? Ich werde es versuchen. Na dann los, bevor wir ihn verlieren. Joa, okay. Wo rennst du denn jetzt hin? Ich dachte, ich soll dir den zeigen. Ah ja, ich glaube, der rennt hier irgendwo auf dem Markt rum, ja. Häppchen, Gaumenfreund. Ihr wisst eine würzige Zauberschnitte bestimmt zu schätzen. Fleisch, Gemüse, Aufstrich mit Fladenbrot, Hefebrötchen oder Getreidetasche, heiß oder kalt mit einer Tasse Suppe oder ohne, was darf sein? Also erstmal gar nichts. Seine Haut wirkt rot und voller Blasen. Vielleicht hat er zu viel Zeit in der Sonne verbracht. Häppchen, Gaumenfreuden, Leckerbissen. Er riecht leicht nach Kampfer oder wie die Kiefernwälder im Norden. Vielleicht ist es Lavendelöl? Er riecht nach Tabak. Ich bin mit diesem besonderen Geruch nicht vertraut. Wahrscheinlich eine Sorte aus dem Nordland. Ich hab Leckeres. Erzählt euren Freunden davon. Und ich biete auch einige. Hier werden exotische Mahlzeiten und Häppchen verkauft. Winter und heiße Sommer überstanden. Und alles in einem großen Hefebrötchen. Mit ins Bett, verbessert den Geschmack. Schon? Ja. Er riecht leicht nach Kampfer. Ah, ja. Oder wie die Kiefernwälder im Norden. Vielleicht ist es Lavendelöl? Hier. Denkt an mich, wenn ihr wieder Kohldampf habt, ja? Kohldampf, ja. Irgendwie merke ich auch gerade, dass ich Hunger habe. Ein Mitternachtshappen, frühes Frühstück. Hier gibt es leckere Zauberschnitten. Hier rennen mir echt zu viele rum gerade. Das bringt mich total durcheinander. Etwas, das euch bis was ist mit ihm hier? Er riecht nach Tabak. Ich bin mit diesem besonderen Geruch nicht vertraut. Wahrscheinlich eine Sorte aus dem Nordland. Das ist der Tabakmann. Die Magischen halten ihre Köpfe hoch erhoben, trotz der Bedrohung durch die Asadi. Ein Beweis ihrer Widerstandskraft. Seine Haut wirkt rot und voller Blasen. Vielleicht hat er zu viel Zeit in der Sonne verbracht. Ich weiß es nicht. Zauberschnitten! Hier gibt es leckere Zauberschnitten! Zauberschnitten! Lecker Zauberschnitten! Ja, Zauberschnitten! Es ist schwer, das Gefühl abzuschütteln, frei herumlaufende Magische seien etwas Falsches. Aber ich muss mich daran gewöhnen. Ich kämpfe jetzt für sie. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht irgendwer von diesen dreien, die hier noch rumstehen. Seine Haut wirkt rot und voller Blasen. Hier ist Makurias führende Zauberschnitterin. Er riecht leicht nach Kampfer. Erzählt euren Kiefernwälder im Norden. Vielleicht ist es Lavendel. Er riecht nach Tabak. Ich bin mit diesem besonderen Geruch nicht vertraut. Wahrscheinlich eine Sorte aus dem Nordland. Sein Atem ist schwer und feucht. Ich hab doch keine Ahnung, so. Ich sag jetzt einfach mal, dass er das dieser ist. Dieser Mann? War er auf der Versammlung der Nationalen Front? Ja, so. Und alles in einem großen Hefebrunnen. Was ist denn los? Hilfe! Hilfe! Na, hoffentlich war es nicht der Falsche. Ich verkacke jetzt bestimmt das ganze Spiel.
Schottland. Keine Hexerei. Wo sind sie denn jetzt alle hin? Ich habe die nicht magischen Arzneien, die euer Körper braucht. Alles zugelassen und genehmigt. Keine Hexerei. Tja. Mein Stand ist immer geöffnet. Tag und Nacht. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Aufgabe von der Maulwürfin. Hier kommen wir wieder zurück, ne? Ja. Während mein Schleier aktiv ist, können Sie mich nicht erkennen. Es sei denn, ich will es so, oder ich werde unvorsichtig. Wenn ihr ein Geist seid, lasst mich einfach in Ruhe. Mach ich keine Sorge. Also wir müssen jetzt scheinbar diesen Botschafter finden. Steht hier auch wo? Naja, irgendwo wird er schon sein. Nachts sind nicht viele Leute unterwegs. Auch wenn die Straßen sicher zu sein scheinen. Und was machst du hier? Ausnüchtern? Das Rooster and Kitten. Ulvik, der Wirt, unterstützt den Widerstand. Naja, gucken wir mal, was da drin so los ist. Und dann wird es Zeit, irgendwann den Botschafter zu finden. Willkommen im Rooster and Kitten, guter Mann. Ihr möchtet mit eurer Bestellung vielleicht noch warten, bis eure Freunde hier sind. Ja, von mir aus, dann warten wir halt noch. Ich bin zu früh, dann gehe ich jetzt halt wieder. Aber immerhin wissen wir jetzt schon mal, wo das Rooster and Kitten ist. Ein niedlicher Name. Leute, seid ihr auch so fertig von der Hitze? Echt, ich fühle mich wie tot. Heute ist ja der erste Tag, wo es mal wieder ein paar Grad kühler ist. Vielleicht komme ich ja wieder in Schwung. Aber das ist praktisch, scheinbar gibt es hier immer Entschuldigung, einen Speicherpunkt, wenn man da reingeht und wieder rausgeht. Hier waren wir noch nicht. Oh, mein Bauch knurrt. Ich werde heute eine Reispfanne machen. Ich habe voll Bock auf Reis. Reis, Reis, Reis. Hier ist es ja wirklich tot. Wo geht's hier lang? Da kommt Musik raus. Ist ja schon fast ein bisschen unheimlich. Da oben kann ich auch lang. So, ich guck mal kurz auf die Karte. Da sind wir. Okay.
Meine Güte, das ist ja eine riesige Stadt. Oder es sieht auf der Karte nur so schlimm aus. Kennst du den vom magischen und den trächtigen Schwein? Der ist so. Das muss der Junge sein, den ich abfangen sollte. Ah. Das Wasserhamburger. Und meide die Schatten, dort könnten magische sein. Schnell, 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 hinterher, hinterher. Ein Laufbursche, der... Nein, hier im Freien darf ich nichts so Offensichtliches unternehmen. Hier im Freien? Na, dann hoffe ich mal, dass der gleich irgendwo reingeht. Dann sind wir nicht mehr im Freien. Habt ihr Botschaften für mich da? Oh. Hier ist was. Ich sorge dafür, dass es zugestellt wird da. Was wollt ihr? Im Namen des Schattens. Ihr seid aus dem Nichts aufgetaucht. So spät solltet ihr nicht mehr hier sein. Das haben die nicht zu tun. Mal sehen. Wo geht das nochmal lang? Schwer in diesem Licht überhaupt was zu erkennen. Rechts, links. Links ist recht. Links. Mhm. Auf dem Schild steht Urtrins Steige. Muss ich da hier jetzt nicht irgendwas machen? Naja, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Schild. Können wir vielleicht irgendwo anders dran machen? Jetzt habe ich keine Ahnung, wo der Typ lang gelaufen ist. What? Okay, damit kann ich gar nichts machen. Es gibt hier mehr Dampfmaschinen als je zuvor. Und wir haben immer noch keine Ahnung, wozu sie dienen. Sie sind mit den Röhren verbunden und anscheinend auch mit dem Turm. Aber warum? Meine Güte, ist das hier eng und verwinkelt. Okay, da lang oder da lang? Ich gehe erstmal hier lang. Eine Karte der südlichsten Teile von Makuria. Ja. Nachts sind nicht viele Leute unterwegs. Nee. Auch wenn die Straßen sicher zu sein scheinen. Während mein Schleier aktiv ist, können sie mich nicht erkennen. Es sei denn, ich will es so, oder ich werde unvorsichtig. Das könnte Arnstons junge Witwe sein. Verzeihung, werte Dame. Ich suche die Witwe Stond. Ich bin Gerdi Stond. Wer seid ihr? Ich kannte euren Mann. Er war ein tapferer Kerl. Ihr kanntet ihn? Woher kanntet ihr ihn?
Wir sind uns in der Mönchsfeste begegnet. Am Abend seines Todes. Er hat mir das Leben gerettet. Leider konnte ich nichts tun, um seines zu retten. Ihr habt ihn an diesem Abend gesehen? Er bat mich, euch aufzusuchen. Euch zu sagen, dass er euch liebt. Und dann habt ihr ihn diesen Dreckskerlen überlassen, die ihn zu Tode folterten? Ich habe geschworen, keinen Unschuldigen zu töten. Sie sagten, er habe um seinen Tod gefleht. Ihr hättet ihm eine saubere, ehrenvolle Reise zur Nachtseite gewähren können. Stattdessen habt ihr ihn einfach dort gelassen. Erzählt mir nichts von Ehre. Ihr besitzt keine. Lasst uns in Ruhe. Ich hab doch nur gemacht, was er wollte. Naja, okay. Hier waren wir schon mal, oder? Ich glaube, hier ist der Ort, wo auch die Versammlung war. Ah, der Ull steht ja auch noch hier. Onur Hilleris. Er führt diese Nationale Front für Glaube und Familie an. Wo ist der Laufbursche? Der die frohen Botschaften verkündet. Gott. The Bones. Checkpoint, Moles, Wanners Path. Aha. Okay. Aber warum kann ich das hier nicht ab? Darauf steht Wächterhof. Ah. Na Mensch. Geht doch, geht doch, geht doch. So. Und wie kann ich das jetzt tauschen? Juhu! Ist er das da? Ich glaube schon. Gucken wir uns das Spektakel an. Mal sehen. Moment mal, war es nicht links statt rechts? Ist rechts wirklich recht? Naja, Schilder lügen nie. Also nach rechts. Gib mir deinen Brief. Gib mir deinen Brief. Oh. Das sieht nicht aus, als wäre es recht. Hä? Oh mein Gott. Bei der Göttin. Tod, ermordet. Warum? So etwas Unnötiges. Können wir uns den auch selbst angucken? Hübsch. Die Nachricht des getöteten Boten, versiegelt mit einem Asadi-Symbol. Vermutlich für den Turm gedacht.
Ich müsste das Siegel aufbrechen. Nein, die Maulwürfin würde es merken und wäre vermutlich nicht sehr erfreut darüber. Unsere Abmachung könnte ihre Gültigkeit verlieren. Naja, das stimmt wohl. Gut, dann muss ich mal gucken, wo wir lang müssen. Da. Auf jeden Fall wieder zurück, ja. Obwohl, hier komme ich doch gar nicht. Halt, stopp. Stopp. Was ist hier? Der Aufbau des Röhrennetzes scheint beschleunigt zu werden. Überall sind Wagenladungen mit Metallröhren und die Arbeiter schuften bis in die Nacht. Ach, so viele Kreuzungen. Wenn meine Schicht vorbei ist, gehe ich in diese billige Tat. Wer ist da? Das magische Ghetto. Es ist so schön. Was gibt's hier? Ich habe die nicht magischen Arzneien, die euer Körper braucht. Alles zugelassen und genehmigt. Ich hoffe, keine Tränke und Zauber. Früher habe ich alle möglichen magischen Waren verkauft. Ach. Aber diese Tage ist beehrt mich wieder. Exotische Öl. So, jetzt haben wir ja alle Aufgaben abgeschlossen, ne? Bin ich ja mal gespannt, was uns als nächstes erwartet. Oh Gott. Ach, Leute. Sommer ist echt nichts für mich. Na? Asadi kehrt zurück, um sich sprichwörtliche Hand waschen zu lassen. Die Maulwürfin hat mich getäuscht. Sie sagte, dem Laufburschen werde nichts geschehen und sie haben ihn trotzdem getötet. Außer Rache und Grausamkeit kann ich keinen Grund für diesen Mord erkennen. Wie kann ich so jemandem trauen? Diese Lüge darf ich nicht durchgehen lassen, sonst wirke ich schwach. Es ist nicht nötig, die Maulwürfin zu verärgern. Wenn ich will, dass sie uns Waffen gibt, muss ich nach ihren Regeln spielen, ganz gleich wie heimtückisch sie sein mag. Und meine Mission war es, Waffen zu besorgen, nicht das Leben eines Laufburschen zu schonen. Er war nur ein Junge. Hatte niemandem etwas getan? Hasst sie die Asadi so sehr, dass sie völlig davon geblendet ist? Nehmen wir das. Warum habt ihr den Laufburschen töten lassen? Gute Frage. Warum hielten Asadi für nötig, Banda-Kinder zu töten? Weil eines Tages sie glauben, Banda-Kinder werden Banda-Frauen und Männer. Und dann kommen Asadi holen. Besser dafür sorgen, dies nie geschieht. Wenn sie etwas auf dem Herzen hat, sollte ich sie reden lassen. Wir haben keine Zeit dafür. Ich weiß, dass mein Volk Gräueltaten verübt hat. Wir sind nicht die Einzigen. Wichtig ist es jetzt dafür zu sorgen, dass das nie wieder geschieht. Und wir brauchen ihre Hilfe, um diesen Krieg zu gewinnen. Ein Tod kann einen anderen nicht aufwiegen. Das ist wahr, Asadi. Vergeltung mag kontraproduktiv sein. Aber euer Volk muss für sein Verbrechen auch leiden. Muss Konsequenzen seines Handelns sehen. Muss Schmerz spüren. Und dieser Mann, dieser Junge, er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist sicherer so. Er kann nicht zurücklaufen und uns verraten. Oder euch.
Ihr redet davon, mein Volk leiden zu lassen. Aber mein Volk weiß nichts darüber, was hier im Nordland vorgefallen ist. Das könnt ihr nicht allen Asadi zuschreiben. Wie öffne ich ihre Augen? Wie lasse ich sie begreifen unseren Verlust? Banda Banta existieren nicht mehr wegen Asadi. Ich kann viele Monde Zähne knirschen und Krallen schärfen. Ändert Wahrheit nicht. Euer Volk wird nie betrauern meines. Aber wenn ich Leben nehme, lasse Mutter Verlust von Kind erleiden, Freund vermissen Freund, Ehemann vermissen Ehefrau, dann vielleicht wird jemand denken an meine. Dann vielleicht wird jemand erinnern an unseren Verlust. Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert. Vielleicht nicht, Kien von Asadi, aber man kann immer hoffen. Ich halte vielleicht nicht jenen Teil von Vereinbarung, aber ich halte wichtigsten Teil. Euer Widerstand wird Waffen bekommen. Alle Waffen, ich habe zu geben. Ich brauche noch einige für meine Leute. Schärfstes Schwert, schnellste Axt, stärksten Bogen. Aber Rest geht an euer Volk. Nicht euer Volk Asadi, euer Volk Rebellenbewegung. Sonst wäre idiotisch. Natürlich. Vielen Dank. Meine Leute nehmen Kontakt zu euren Frauen und auch Männern. Geht jetzt, Asadi. Ist dunkel und spät. Und ich werde schlafen. Schlafen und träumen von glücklicherem Tag in Bau, weiter nördlich, als Lachen von Kindern füllte jeden Gang. Träumen von Freunden und Familie, während ich trauere um alle. Okay, dann werde ich erstmal diese Aufnahme beenden und verabschiede mich. Macht's gut!